Hallo? Okay. Und damit, hallo und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ja, wir versuchen jetzt wieder irgendwas Schönes zu finden. Steinchen bräuchte ich noch. Gibst du mir wieder Flint? Nein, Stein. Gib mir Stein. Ich will keinen Flint, gib mir Stein. Ich muss mir nämlich nur noch eine Spitzhacke bauen, denn meine ist jetzt ziemlich im Eimer. Leider. Aber es hilft nichts. Okay, mein Magen ist halb voll. Das ist gut. Damit kann ich leben. Was kann ich mir denn hier jetzt craften? Ich kann mir nichts davon craften, weil ich kein Hatch mehr habe. Ja, das ist so Flachs oder wie man es nennen will. Ich habe ein bisschen an der Performance geschraubt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich musste dich hauen für Hatch, oder? Wenn ich das mit einer Axt mache, kriege ich von dir... Nein. Kriege von dir noch was an Hatch. Ja, ich bekomme Hatch, aber nicht so viel, als wenn ich dich mit der Faust hauen würde. Okay. Au, 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 au. Wie viel Hatch habe ich denn jetzt? 17, das reicht mir aber noch nicht. Und ihr seid jetzt vergammelt, oder was? Vergammelt, vergammelt. Dann nehme ich die 7 und schau mal, ob ich euch irgendwie essen kann. Okay. Ich bin auf jeden Fall nicht gestorben. Gib mir Hatch, nicht Wood. Sollte ich vielleicht an einer anderen Stelle verprügeln. Okay. Was haben wir denn hier unten jetzt noch? Ich habe doch da einen Dodo gesehen. Bekomme ich jetzt von dir irgendwie hier... Tschüss. Ich habe einen Dodo getötet. Ah, rohes Fleisch. Gut. Und noch Hide. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich am besten niederlassen sollte. Ob ich mich überhaupt niederlassen sollte. Oh, du bist schön. Dich will ich reiten und fliegen. Level 9. Ich habe das Gefühl, du könntest mir sehr wehtun. Level 2, Dodo. Stirb aus, du Vogel. Okay, dann haben wir jetzt das ja schon mal erledigt. Wie viel brauche ich denn, um mir was zu braten? Weil ihr in 9 Minuten werdet ihr vergammeln. Okay, ich kann dich craften und ich kann dann auch dich craften. Okay. Du gehst weg. Das heißt, ich habe jetzt hier eine neue Pickaxe, wenn meine bricht. Und habe hier ein Campfire. So, bist du böse? Machst du Aua? Ich hoffe nicht. So, es ist kalt. Okay, dann gehen wir hier mal rein und legen hier das Fleisch rein. Fuel. Wie kann ich denn hier dich anstecken? Anscheinend gar nicht. So, Lightfire. Ich hätte gerne nur die Hälfte in dir drinnen. Irgendwie konnte man das doch... Ah, ich kann hier dich wieder rausnehmen. Dann behalte ich mal 10 für mich. Und du bist da drin. Wo ist denn jetzt das andere Viech? Hier war doch noch gerade so ein Säbelzahn-Dings. Okay, anscheinend ist es nicht mehr da. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Steinchen, Bärchen. Bärchen ist gut. Fiber, das werde ich wahrscheinlich auch brauchen für die Kleidung. Ich hätte gerne Kleidung. So ein bisschen Rüstung würde mich schon... Ja, würde schon. Wäre schon gut. So, da ich das hier jetzt immer noch am Sonntag aufnehme, habe ich keinen Plan, wie euch das Spiel hier überhaupt gefällt. Aber egal. Das werde ich dann schon sehen. Du schaust aus wie ein Elefant. Also von hinten. Ja, eindeutig ein Elefantenarsch. Sagt ihr auch, oder? Wie geht's denn jetzt hier meinem rohen Fleisch? Ich bräuchte nämlich jetzt hier was zu essen. Nein!
Ach, auf F muss ich drücken, damit ich das hier schaue. Gebratenes Fleisch und Holzkohle. Holzkohle ist auch gut. Die kann ich hier mal wieder rausnehmen. Dann 4 essen. Wie lange braucht es denn eigentlich, bis ihr hier verdorben seid? 18 Minuten. Dann esse ich am besten nochmal eins. Schau, okay. Put out fire. Leather up is available. Das ist doch schön. Was nehmen wir denn jetzt hier? Nehmen wir Essen? Ja. Okay, wir haben hier schon ein bisschen was hier gelernt. Dann, was ist denn das? Nee, meinen eigenen Text will ich jetzt eigentlich hier nicht schreiben können. Ja. Foundation, kann ich mir hier irgendwie ein Bett oder sowas bauen? Ich habe hier noch 4 Punktchen übrig. Okay. Gloves. Okay. Waterskin. Das ist nicht so schlecht, das kostet mir aber zu viel. Hatch Foundation. Machen wir das hier oder machen wir einen Speer? Machen wir erstmal die Foundation. Schauen wir mal, was können wir denn jetzt hier schon herstellen? Noch nichts. Fieber. So viel Fieber. Okay. Und du brauchst Thatch. Das heißt, wir machen das Feuer hier mal noch wieder an. Und schauen, ob wir hier noch irgendwie Fiber dazu bekommen. Und hoffen, hier nicht irgendwo hingerichtet zu werden von irgendeinem bösen Dino. Wie gesagt, das ist so ziemlich der Hauptbestandteil. Was hast du jetzt gesagt? Ja, ich weiß, dass ich an dem Baum schlagen muss, um hier irgendwas zu machen, aber das bringt mir momentan nichts. Fieber hätte ich gerne. Also, ich hätte jetzt nicht gerne Fieber, also hier, Fiber. Es ist hier verdammt dunkel. Das darf ich mal kurz anmerken. Ich gehe jetzt hier auch mal wieder zu meinem Feuerchen. Da werde ich mich ein bisschen aufheizen. Ah, oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Was bist du? Was zur Hölle bist du? Hilfe! Ich bin hier unten gestorben. Was? Respawn random location. Hoffentlich werde ich es irgendwie schaffen, dahin wieder zurückzukommen. Ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich hau dich mit meinen Fäustchen. Ich habe einen Dodo getötet. Ja, toll. Habe ich dich so weit gehauen? Einheit. Rohes Fleisch. Ich werde hier mal versuchen, da irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Zu meinem Feuerchen und zu meinem ganzen anderen Zeug. Ich weiß gar nicht. Für sowas wären halt Cheats schön. Einfach nur, damit man wieder da spawnt. Ich hab wirklich keinen Plan, wo ich bin. Ich laufe jetzt hier einfach mal entlang, weil ich hoffe, dass das hier die richtige Seite ist. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, eine Minimap oder sowas als Mod hier mit reinzunehmen. Dann hätte ich wenigstens einen Plan, wo ich hin muss. Weil auf M hier. Ja, ich habe hier zwar eine Karte, aber ich habe keinen Plan, wo ich bin. Wo bin ich? Wieso ist östlich ein Stückchen aufgedeckt? Und wieso säuft meine Karte nicht ab? Ich hoffe wirklich, das ist das Ding, was ich schon das letzte Mal gefunden hatte.
Habe aber keinen Plan davon. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Karte hier nutzen könnte. Ich hoffe nur, dass ich hier bald mein Feuerchen wieder sehe. Warte, da drüben leuchtet's. Feuerchen, bist das du? Ja, da ist mein Feuerchen. Ist das böse Viech auch noch da? Was zur Hölle war das eigentlich? Mein Feuer ist noch da. Ich bin wieder da, wo ich gestorben bin. Danke, Spiel, dass du mich nicht komplett irgendwo anders hingesetzt hast. Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Da drüben ist doch ein Feuer. Ich hoffe jetzt nur, dass das Viech wieder weg ist. Bist du noch da? Das ist eine Biene oder sowas. Wo ist mein... Rennt ihr mir hinterher? Ja. Ich verstecke mich im Wasser. Das solltet ihr eigentlich nicht reinkommen, oder? Was zur Hölle sind das für Tiere? Sah fast aus wie eine Biene. Wie kann ich euch Bienen töten? Kann ich euch Bienen überhaupt töten? Ich hätte jetzt erstmal gerne meine Sachen wieder. Da vorne ist mein Bett. Ja, alles. Nein, nicht escape. Da sind die Viecher wieder. Nein, geh weg, geht weg, geht weg, geht weg. So, F4, nicht F4. Also 4 drücken. Ich warte hier mal bis zum nächsten Tag, ob die dann weg sind. So, gegessen habe ich jetzt was. Was seid ihr eigentlich für Tiere? Es sah wirklich aus wie Bienen. Und es tut mir leid, es ist hier wirklich dunkel. Für mich ist es auch nicht gerade heller. Nein, nicht dich. Kannst du mir helfen? Da sind böse Bienchen. Ganz böse Bienchen. Jetzt laufen wir nicht in meinem Gesicht rum. Sind die Bienchen immer noch da? Bienchen? Feuer ist aus. Feuer ist aus. Hilfe! Wo habe ich denn draufgeklickt? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hier will ich gerne spawnen. Ich darf jetzt schon wieder hier irgendwo in einer random Location spawnen, wobei... Ich glaube, das ist hier jetzt wieder dieselbe. Ja. Das kenne ich schon. Ich friere, ja, ich laufe jetzt auch gerade ins Wasser. Schaffe ich es jetzt, hier irgendwie durchzukommen? Ja. Es ist gut, ich habe nur keinen Plan, ob ich hier irgendwie richtig bin. Was heißt, ich habe schon einen Plan, ob ich richtig bin. Bekomme ich Fallschaden? Nein. Jetzt kackt. Oh Mann. Hör auf, Spiel. Ich habe keinen Plan, wieso ihr da seid. Ihr blöden kleinen Dinger. Ich hole mir jetzt mein ganzes Zeug und dann verziehe ich mich. Ich find's aber echt schön, dass ich hier jetzt an der gleichen Stelle wieder gespawnt bin. Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Kann ich mein Ding eigentlich wieder mitnehmen, mein Feuer? So, ich müsste jetzt eigentlich ganz schnell zu meiner Tasche alles mitnehmen und dann schnell wieder abhauen. Also die Tierchen hier sehe ich jetzt momentan noch nicht.
sehe auch meine Tasche hier momentan noch nicht. Da ist meine Tasche. Alles nehmen. Seid ihr tot? Ihr seid tot, das ist gut. Chitin. Rohes Fleisch von der Ameise, okay. Jetzt, da ich kein Feuer anhab, sind die hier anscheinend nicht mehr da. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich habe nämlich keine Lust, mich mit denen wieder zu hauen. Ich schau mal, kann ich mir jetzt hier irgendwas craften? Okay, das hier kann ich mir craften. Craft Item. Ein Shirt. 10 Armor. Okay, wo bist du? Hier. Torso. Das ist doch schon mal gut. Muss hier auch mal schauen, dass ich hier alle hinsetze und einfach mal durchprobiere, ob ich irgendwas davon essen kann. Ich könnte jetzt natürlich wieder das Feuer anzünden. Na, dann kommen wahrscheinlich die bösen Dinger hier wieder zurück. So, 5. Okay, noch hat sich mein Charakter nicht beschwert. Das ist schon mal gut. Ich werde hier wahrscheinlich umziehen müssen. Ich habe eigentlich gedacht, weil hier keine bösen Dinos waren. Ich schaue mal in die Richtung, damit ihr auch was seht. Ich habe gedacht, da hier keine bösen Dinos sind, muss ich mich nicht so verstecken und auch nicht so sehr aufpassen, was ich mache. Aber das war anscheinend falsch. Dann schauen wir noch, dass ich genug... Ach, Fiber brauche ich ja. Ich sehe kaum was und das ist böse. Ich weiß, was mich hier erwarten könnte und das will ich eigentlich gar nicht. Kann ich mir hier eigentlich eine Fackel oder sowas bauen? Ja, Fackel. Craft. Inventory. Ja, Fackel. So, ich würde aber sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.